Hi, willkommen zu Leverment Devlog. Der Videoserie, bei dem ich eine Plattform programmieren möchte. Dieses Video dient als kleine Einführung, bei dem ich so ein bisschen das Projekt vorstellen möchte. Worum geht es in diesem Projekt? Was sind so meine Ziele? Wie wird das Projekt ablaufen? Und warum mache ich das Projekt? Das Projekt ist eine Videodokumentation. Wie der Name Devlog schon sagt, also Entwicklungslogbuch, und es gibt verschiedene Arten von Logbuch, Text und Video und Audio, und ich habe mich für Video entschieden. Es geht darum, ich möchte den gesamten technischen Teil eines Spiels von Grund auf entwickeln, ohne Nutzung einer fertigen Engine oder irgendwelchen Bibliotheken, zumindest von Anfang an. Dabei alles in einem sehr, sehr, sehr hohen Detailgrad erklären möchte. Und wenn Grundlagen fehlen, die ebenfalls arbeiten möchte. Ja, das ist so der Grundgedanke in das Projekt. Das resultiert dann eigentlich in so einer Art Tutorial-Lernvideo, wie ihr es auch immer nennen möchtet. Und ursprünglich war es einfach nur gedacht für mich als Dokumentation. Und dann hat sich entwickelt, dass ein paar Kollegen das interessant fanden. Entschuldigung. Und dann habe ich das ins Netz gestellt, auf YouTube als privates Video oder nicht gelistetes Video. Und dann habe ich mich dann doch entschieden, ja, kannst du doch einfach öffentlich schalten, mal schauen, wie die Response ist. Und Response war positiv, was mich gefreut hat, und dachte mir, ja gut, machst du einfach so weiter. Ich mache es in erster Linie immer noch für mich. So der Hintergedanke ist, ich möchte selbst lernen, wie der gesamte Prozess eines Spiels funktioniert. Es gibt Teile, die weiß ich tatsächlich selbst nicht, die muss ich einfach selbst noch lernen. Und es gibt Teile, wo ich sehr genau weiß, was ich tue. Und dann kommen wir jetzt schon mal zu einem Part, wie das Projekt ablaufen wird. Das Projekt hat zwei Arten, wie es funktioniert. Einmal, wie ich gesagt habe, ich weiß genau, was ich tue. Ich muss es eigentlich nur noch runterprogrammieren, beziehungsweise ich möchte es ja erklären. Warum ist die Aktion fehlgeschlagen? Blödes Acronis. Und der andere Part ist, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich muss es selbst mir noch erarbeiten. Ich muss Sachen ausprobieren, wie sie funktionieren. Und das soll so ablaufen, dass ich nichts schneiden möchte. Also ich möchte, wenn ich Fehler mache, die absichtlich drin lassen. Also im Grunde ist es so eine Art Livestream, nur kein Livestream, weil im Livestream habe ich die Zeit nicht dafür. Ich muss es einfach offline aufnehmen, aber ich möchte keine Schnitte drin haben. Zumindest keine Schnitte, wo ich irgendwas überspringe. Schnitte gibt es vielleicht mal, wenn ich einfach so das Projekt in so kleine Teile machen möchte, aber ich möchte Fehler drin haben. Weil wenn Probleme in der Entwicklung entstehen, dann ist es auch interessant, wie löst man solche Probleme, wie geht man ran an solche Probleme. So, und das ist so der grobe Rahmen, worum geht es in diesem Projekt. Und es wird folgendermaßen ablaufen. Wir werden anfangen mit einem kleinen Grundgerüst, welches wir mit Java und der Entwicklungsumgebung Eclipse realisieren. Das Grundgerüst ist relativ rudimentär. Wir werden da einen ganz einfachen 2D-Software-Renderer bauen, wo wir Pixel für Pixel selber zeichnen, und dann eine entsprechende Physik dafür entwickeln, wo wir Körper interagieren lassen können und kollidieren und so weiter. Dann, wenn wir das Ganze zu einem Prototyp weiterentwickeln, dann wird der Prototyp erweitert um den integrierten Level-Editor. Und daraus entstehen dann iterativ, in mehreren iterativen Schritten, mehrere Prototypen. Also genau genommen sogenannte MVP, Minimum Valuable, wie heißt das? Ich muss mal kurz nachgucken. Product, glaube ich, also kleinstes mögliches Produkt. Was, also ein Prototyp soll ein bestimmtes Ergebnis haben am Ende, lauffähig, muss aber nicht perfekt sein, es soll aber lauffähig sein. Und jeder Prototyp ist sogenannt festgehalten, so ein Snapshot sozusagen. So, jetzt Prototyp
A ist fertig, wenn man Build machen und ins Netz stellen, testen lassen, Beta und so. Und das Ganze halt in mehreren iterativen Schritten. Und irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo ich sage, ich bin zufrieden mit meinem Prototypen. Die Spielmechanik funktioniert, wie ich sie mir vorstelle. Und dann gehen wir in Richtung Engine-Architektur, wo wir das Ganze optimieren, auf Produktionslevel erheben und dann den Renderer von 2D auf 2,5D bzw. 3D umstellen. Und das Ganze dann nicht mehr mit 2D-Software-Renderer machen, sondern mit OpenGL. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann als einzigste Mal in dieser Serie, in diesem Projekt, eine Fremdbibliothek verwende, nämlich LWJGL, was einfach nur eine Low-Level-Kapselung ist, um OpenGL anzusprechen, beziehungsweise OpenAL ist noch dabei für Audio, was wir später so oder so brauchen, und Gamepad-Unterstützung, wenn wir Gamepads abfragen wollen. Ja, und das Projekt wird nach einem Stil programmiert, der nach dem Prinzip, wir programmieren zuerst, wie das Spiel funktionieren soll und nicht, wie die Architektur aussehen soll. Wir programmieren einfach das Spiel runter, ohne Einhaltung von irgendwelchen Programmierrichtlinien oder sowas. Natürlich werden wir in bestimmten Situationen Sachen auslagern. Code-Konzepte komprimieren und kleiner machen, also einfach Refactoring machen, so wie man es einfach von der modernen Softwareentwicklung kennt. Aber ich möchte jetzt nicht hart auf irgendwelche, sag ich mache jetzt die Engine und dann mache ich das Spiel, sondern nein, ich programmiere das Spiel so, wie ich es einfach denke, funktioniert es. Und ich pfeife drauf, wie es funktioniert. Das kann eine riesige Klasse sein, wo das ganze Spiel drin steckt. Kann sein. Ich glaube es zwar nicht, aber es kann sein. Und dann wird es systematisch halt auseinandergenommen. Also spätestens dann in der Engine-Phase wird es dann zu einer Architektur zusammengebaut, damit es eine Engine gibt für dieses Spiel. So, jetzt komme ich zum letzten Punkt, nämlich das Spiel selbst soll, wie man in dem Bildchen vielleicht sieht, so eine Art Plattformer werden, auch schon am Namen Plattformer, wo viel mit Geschicklichkeit gearbeitet wird, mit Fallen, auch mit Rätseln, aber auch mit ein paar ungewöhnlichen Elementen, die ich jetzt mal nicht so groß vorstellen möchte. Grob soll das Spiel eine Mischung aus ja, vielen Genres werden, also nicht vielen Genres, das ist falsch, sondern eher Ideen aus Spielen, wie zum Beispiel Mega Man, Zelda, Mario, Commander Keen und so weiter. Das sind einige Elemente drin im Spiel, die damit reinfließen. Es gibt ein solides Spielkonzept, was ich nicht vorstellen möchte, weil es mir nicht um das Spiel selbst geht, sondern nur um die reine technische Entwicklung. So. Soweit mal als kleiner Überblick über das Projekt. So, und wenn es euch gefällt, wenn es euch interessiert, schaut euch die Videos an. Ich gebe noch eine kleine Warnung. Das ist ganz wichtig. Das Projekt ist sehr mathelastig. Es wird viel Mathematik in dem Projekt vorkommen. Allerdings keine Mathematik, wo man nicht mit zurechtkommen würde. Ich würde alles komplett erklären. Das Einzige, was ich erwarte, man sollte grundlegend rechnen können, plus minus mal geteilt. Bruchrechnen wäre nicht verkehrt. Und ihr sollt ein bisschen Trigonometrie kennen, also Satz des Pythagoras und rechtwinkliges Dreieck und so. Das reicht im Grunde auch völlig. Den Rest werden wir komplett erarbeiten. Ihr müsst nur nicht mal wissen, was Algebra ist. Selbst das erklärt sich von selbst, während ich es erkläre. Ja, so, das ist die Idee in dem Projekt. Wie gesagt, schaut es euch an, wenn es euch gefällt. Ja, und wenn ihr Vorschläge, Tipps habt, Feedback, Kritik, her damit. Postet es in die Kommentare, entweder als Video oder wenn es einen entsprechenden Foren-Eintrag dafür gibt, packt einfach einen Reply dahinter und dann ist gut. So, und dann sage ich mal, bis denne, ciao, vielleicht sehen wir uns ja wieder.